Wen würden Sie wählen? Mich. Mit mir rechnet niemand. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute habe ich euch The East mitgebracht. Das ist so ein Ökopolit-Aktivisten-Thriller. Es geht nämlich darum, dass die ehemalige FBI-Agentin Sarah jetzt in so einer Sicherheitsfirma unterkommt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, reiche Klienten, also meistens große Wirtschaftsunternehmen, zu vertreten. Und für diverse Unternehmen soll sie die anarchistische Gruppe The East infiltrieren, die es sich wiederum auf die Fahne geschrieben hat, Wirtschaftsunternehmen zu torpedieren, die so Korruption und Verbrechen innerhalb des Unternehmens selber decken. Als sie dann anfängt, diese zu infiltrieren, fängt sie aber auch an, sich damit so leicht zu sympathisieren. Und blöderweise sieht der Anführer der ganzen Bande auch noch extrem gut aus. Sitzt sie zwischen zwei Stühlen? Ist sie jetzt für das Unternehmen oder ist sie vielleicht dann doch für die andere Gerechtigkeit? Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier. Wir schicken Sie wieder zurück. Warum durchsuchen Sie nicht einfach das Haus? Haben Sie zu viel Gras mit den Kids geraucht? Sie rauchen kein Gras. Wir sind kein Inkasso-Unternehmen. Ich habe Sie nicht dahin geschickt, um den Ort ausfindig zu machen. Dafür gibt es heutzutage GPS. Wir verbringen 99% der Zeit damit, erfolglos Neukunden zu werben. Ich will wissen, welche zwei Aktionen geplant sind. Diese Katastrophen verhindern und als führende Kraft in der Geheimdienstbranche und mit zwei Neukunden daraus hervorgehen. Und danach können Sie die einsperren, bis die graue Haare kriegen. Was ist los? Was wollen Sie verschweigen? Sich zu denen hingezogen zu fühlen, ist in Ordnung, es ist menschlich. Wir kennen das, das ist das Erste, was wir in der Ausbildung lernen. Würden Sie Tag ein, Tag aus mit einer Bande Rechtsradikaler abhängen, würden Sie auch für die Gefühle entwickeln. Aber werden Sie auf keinen Fall schwach. Wenn die rauskriegen, wer sie wirklich sind, dann machen die sie fertig, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich finde, das Thema ist ja extrem gut ausgewählt, denn dieser Ökoterrorismus wird ja immer relevanter. Man kann es irgendwie nachvollziehen, dass da etwas getan werden muss, aber es werden die falschen Wege irgendwie eingeschlagen. Das heißt, man sympathisiert auf der einen Seite mit der Einstellung, aber eben nicht mit der Umsetzung. Das bringt der Film diesen schmalen Grat, bringt er wirklich gut auf die Leinwand, gerade zu Beginn. Nachher wird es irgendwie etwas sehr naiv. Er verliert sich ein wenig, auch in sehr klischeeüberladenen Figuren. Da sage ich, okay, das musste jetzt von jedem, gerade in dieser Terrororganisation, von jedem Charakter musste irgendwie dabei sein. Das ist ein bisschen schade, weil da geht die Glaubwürdigkeit extrem flöten. Auch wenn am Ende sehr radikal gehandelt wird, sage ich eben auch, ja okay, das kann es ja jetzt nicht sein, das ist mir jetzt irgendwie zu simpel, da macht man es sich zu leicht und da sage ich auch, jeder intelligente Mensch, der in diesem Film, also die Figur, also der Charakter, jeder intelligente Charakter, würde im realen Leben ja ganz anders reagieren und das ist ein bisschen schade, denn der Film hatte gute Absichten, bringt sie aber leider nicht an jeder Stelle gut auf die Leinwand. Die darstellerische Leistung selber ist eigentlich ziemlich solide geworden. Die Darsteller wissen alle, was sie tun. Allerdings muss ich sagen, obwohl ich Ellen Page unfassbar gerne mag, ist sie hier ein bisschen mir zu cool, ein bisschen zu gelangweilt und einige Sachen sind dann eben auch sehr absurd, wie sie handelt. Das finde ich ist dann nicht an allen Stellen gut, aber insgesamt ist der Cast recht überzeugend ausgewählt. Auch die Regieführung funktioniert soweit, aber das Drehbuch lässt eben nicht mehr zu. Muss man eben Abstriche machen. Auch die Spannung, also mir ist es irgendwann auch egal, was da passiert. Es ist eben nicht mehr so spannend. Man kann sich einiges denken oder anderes ist einem einfach egal. Und das finde ich immer das Allergefährlichste bei Filmen, wenn ich das Gefühl habe, ich gucke gerade etwas, was mir egal wird. Weil dann habe ich es sogar schon lieber, wenn ich etwas richtig kacke finde oder also richtige Antipathie habe oder eben etwas toll finde. Irgendwas möchte ich spüren. Das fehlt mir hier bei dem Film an einigen Stellen einfach komplett. Und deswegen ist dieser Film zwar sehenswert, aber eben kein Meisterwerk geworden. Wer soll sich The East jetzt im Kino anschauen, sind auf jeden Fall Leute, die sagen, ich mag es, wenn unterschwellig noch ein bisschen mehr drunter liegt, gerade diese politische Note, die kriegt ihr bei The East auf jeden Fall. Und auch gerade die Leute, die sich vielleicht in aktuell in so einer Orientierungsphase befinden, die selber irgendwie sagen, okay, ich möchte eigentlich mehr bewegen, ich möchte irgendwas anfassen, ich weiß nur nicht wie, bekommt ihr hier auf der einen Seite Ansätze gezeigt, wie es gehen kann, aber eben auch gleichzeitig, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte. Wer sollte sich diesen Film nicht ansehen, sind eben die, die sagen, ich möchte es, wenn radikal auf die
die Fresse haben und wirklich mal was richtig Mutiges bringen. Richtig mutig ist dieser Film eben dann doch am Ende gar nicht und Plankchat auch dann so vor sich hin. Deswegen, wer sowas erwartet, gerade auch vom Trailer, sollte sich diesen Film nicht anschauen. Meine persönliche Bewertung für The East sind 6 von 10 Punkten. Der Film ist durchaus sehenswert, weil er gute Absichten hat, bringt auch einiges gut rüber, aber im Endeffekt ist es nicht konsequent genug, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Film, der politisch so relevant ist, dass wir ihn genau jetzt gebraucht haben. Er hätte es werden können, hat es leider nicht geschafft und deswegen gibt es von mir leicht überdurchschnittliche 6 von 10 Punkten. Hat euch die Review gefallen zu The East? Dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Vor allen Dingen möchte ich dieses Mal wissen von euch, welches Unternehmen würdet ihr denn mal angreifen oder welches Unternehmen seht ihr besonders kritisch, wo ihr sagt, okay, da muss sich auf jeden Fall was ändern, vielleicht aber auch allgemein. So, was passiert in der Wirtschaft oder in unserer aktuellen kapitalistischen Welt, was ihr gerne geändert hättet, würde ich mich sehr für interessieren. Hier seht ihr aber auf jeden Fall noch eine andere Review von mir zu einem anderen Film und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier in der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.